Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schweizer Literaturclubs. Guten Abend Ihnen zu Hause. Guten Abend Ihnen hier in unserem Zürcher Fernsehstudio. Wir haben heute eine besondere Sendung insofern, als wir uns ganz besonders der autobiografischen Literatur zuwenden werden. Mit ein paar, man muss eigentlich sagen, Helden der Moderne. Aber der Roman kommt nicht zu kurz und nicht einmal die Gattung des Essays kommt zu kurz. Besonders begrüße ich heute Abend unseren Gast, die Literaturkritikerin und Redakteurin beim Spiegel, gleichzeitig die Autorin und man darf sogar mit einem altmodischen Begriff sagen, die Dichterin Elke Schmitter. Willkommen. Danke. Dann begrüße ich aus unserem regulären Kritikerteam Gabriele von Arnim, an ihrer Seite Hardy Ross und Peter Hamm. Frau Schmitter, im Grunde genommen erwarten wir seit, na, sagen wir, 2 Jahren ein neues Buch von Ihnen und können uns nicht entscheiden, soll es denn ein Roman sein oder soll es Lyrik sein? Sagen Sie uns, arbeiten Sie an etwas, veröffentlichen Sie etwas? In der Tat hoffe ich, dass nächstes Jahr im Herbst Gedichte erscheinen und wenn es gut geht, ein Roman. Also beides. Oh, darf man mehr sagen darüber? Darf man etwas über die Stoffwahl erfahren bei dem Roman zum Beispiel? Beim Roman möchte ich noch nichts dazu sagen, weil das so am Anfang des Prozesses ist, dass man sich dann selber sozusagen das Feld beschneidet. Mhm. Bei den Gedichten ist es einfacher, weil es sich um Liebesgedichte handelt. Oh, das ist kühn, oder nicht? Ich glaube, es ist, dafür ist Lyrik da. Gibt es eine unterirdische Verbindung zwischen dem Schreiben des Romans und der Lyrik? Wir haben schon Fälle hier gehabt, wo wir gedacht haben, Lyrik setzt sich in der prosaischen Form fort. Wir haben auch schon das Umgekehrte gehabt, wie ich fand bei Dagmar Leupold, wo die Prosa sehr anders aussieht als die Lyrik. Na, ich glaube, dass bei Lyrik das also für jeden Leser was anderes ist und für jeden Autor wahrscheinlich auch. Bei mir ist Lyrikschreiben immer, es hat irgendwas mit sozusagen literarischer Notdurft zu tun. Das ist ein völlig anderer Prozess, als Prosa zu schreiben. Und ich reagiere auch auf Gedichte ganz anders als auf Prosa. Das heißt, es gibt so bestimmte Worte, wenn die fallen, dann so wie so Zecken sich so fallen lassen, dann bin ich sozusagen gebannt. Und ich bin als Leserin von Lyrik, habe ich gerne ein traditionelles Vokabular zum Beispiel. Also was nicht besonders modern ist im Moment. Oh. Ja. Und der Roman spielt in der Gegenwart, darf man so viel wissen oder ist retrospektiv? Erweiterte Gegenwart. Erweiterte Gegenwart. Wenn wir jetzt nicht gespannt sind, dann weiß ich wirklich nicht mehr, wie man dem Leser noch helfen soll. Vielen Dank. Wir fangen an heute mit einem Roman, der auch nicht ganz gegenwärtig ist, oder, Gabriele von Arnim? Der nicht ganz gegenwärtig ist, weil er in den 60er Jahren spielt. Ralf Rothmann, Junges Licht. Ralf Rothmann ist sicher einer der profiliertesten zeitgenössischen Autoren. 1953 in Schleswig geboren, allerdings in Oberhausen aufgewachsen, Ruhrpott geprägt. Hat auch viel über das Ruhrpott geschrieben, behauptet allerdings oder sagt von sich, er möge nicht abgestempelt werden als Ruhrpott-Autor. Jetzt allerdings hat ihn das Thema wieder eingeholt oder er hat es sich geholt. Beschrieben wird ein Sommer. Es ist die Geschichte eines Sommers in einer Bergmannssiedlung, in einer ganz typischen Bergmannssiedlung, in der jeder Mann eigentlich unter Tage arbeitet. So auch der Vater des Erzählers. Das ist ein 12-Jähriger namens Julian. Ein Unschuldsengel, aber zum Glück wird nicht erzählt in dieser so beliebten wie beliebigen Unschuldsperspektive, was ich sehr beruhigend finde, sondern es wird eher sehr geschliffen erzählt von diesem 12-Jährigen. Von der Schwierigkeit eines Pubertierenden oder eigentlich vor Pubertät, muss man glaube ich das nennen, wenn es um einen 12-Jährigen geht. Berichtet von seinem wortkargen Vater, von seiner Mutter, die Gallenkoliken hat, unentwegt raucht, fast immer eine Perlenkette trägt, eigentlich was Besseres ist, Sammeltassen in der Vitrine hat und am Sonntag auch mit warmem Teelöffel Rosetten in die Butter, mit Rosetten verziert. Was sie allerdings nicht daran hindert, ihren Sohn so zu prügeln, dass sie mehrere Kochlöffel oder immer wieder Kochlöffel auf seinem Hintern zerdrischt. Er erzählt von dem Großvater, der Bestatter ist. Er erzählt von dem lüsternen Nachbarn, der ihm versucht, nahe zu kommen, was er eigentlich immer nicht ganz begreift, aber doch so eine instinktive Angst hat. Und er erzählt von diesem ludernden Nachbarskind, einer 15-Jährigen namens Maruscha, die versucht, diesen Jungen doch sehr zu verwirren und erotisch zu verwirren. Es gelingt ihr allerdings, den Vater zu verführen und dabei verliert der Sohn die Unschuld. Das ist also eine sehr raffinierte Dramaturgie, sehr, sehr raffiniert gemacht von Ralf Rothmann. Überhaupt hat dieses Buch für mich ganz unglaubliche Szenen. Ich will nur eine kurz erzählen. Und die, das ist ein Besuch von Vater und Sohn bei einem Bergmannsfreund,
Mutter und Tochter sind in die Ferien gefahren. Es gab nicht genug Geld, dass alle fahren konnten. Also sind nur die beiden im Meer und der Junge am Meer. Der Junge langweilt sich, der Vater nimmt ihn mit. Das ludernde Kind, Nachbarskind, ist mit von der Partie. Sie kommen dahin. Am Anfang redet man so gewiss vor sich hin und der wird interessant gemacht, weil angeblich sein Bruder bei einem Diamantenraub mit dabei gewesen ist. Es fließt dann sehr schnell Bier und Schnaps. Auch die 15-jährige Kleine, das Lolita-Mädchen, trinkt kräftig mit und fängt an, mit dem Gastgeber zu füßeln. Gemeint ist allerdings der Vater von Julian. Während sie mit dem einen füßelt, meint sie den anderen. Und dieser wortkarge Mann fängt auf einmal an, unentwegt zu erzählen. Und zwar Geschichten, Heldengeschichten von seinem Sohn. Was er sonst in dem ganzen Buch nicht tut. Er lobt den Jungen nicht, es passiert überhaupt nichts. Aber hier als Abwehr vor der sexuellen Verführung redet er auf einmal ganz viel über den Sohn. Und das ist, finde ich, ein kleines Meisterstück, wie er diese Szene dieser vier Personen, die da beisammen sitzen, wie er die beschrieben hat. Was eine schöne Nachfolgeszene dann noch hat, als, wie gesagt, der Vater dann tatsächlich diesem Kind verfällt oder sich von dem Kind verführen lässt oder mit der Minderjährigen schläft, wie immer man es nun ausdrücken möchte, geht der Sohn in die Beichte und möchte für den Vater beichten, was ihm allerdings nicht gelingt. Geschrieben ist das Ganze in Rothmannscher Manier, kann man wirklich nur sagen, in einer sehr schönen Sprache, einer sehr klaren Sprache, ganz ohne Pathos. Erstaunlich fand ich allerdings die Geschichte, dass er zwischendrin immer wieder Szenen hat von einem Bergmann unter Tage. Das sind sehr schöne Szenen. Ich hatte nur fast das Gefühl, hier wird eine Symbolkraft fast ausgebeutet. Also das war mir fast zu bedeutungsschwanger, muss ich gestehen. Wobei die an sich, als Stücke an sich wunderbar sind. Aber hier werden sie immer nur zwischendrin, zwischen die einzelnen Begegnungen, die einzelnen Szenen gesetzt. Und gut, aber darüber werden wir sicher noch reden. Die Parallele ist insofern interessant, als man immer denkt, das Arbeiten im Berg führt auf eine Katastrophe zu. Also wird auch die Arbeit, sagen wir mal, im Bergwerk der Pubertät irgendwann zu einer Katastrophe führen, was ja auch der Fall ist. Was ja auch der Fall ist. Trotzdem gibt es keine richtige Engführung, bis auf die Tatsache, dass man schon am Vibrieren der Vitrine am Ende mitbekommt, es kommt im Berg wirklich zu einer Katastrophe. Aber so ganz wird man den Eindruck nicht los, dass da wirklich konstruiert worden ist, oder? Also mir ging es ja ganz eigenartig mit dem Buch. Es hat eigentlich erst, nachdem ich es gelesen hatte, hat es auf mich so zu wirken begonnen. Das heißt, einzelne Bilder und Szenen entwickelten so ein Eigenleben, sodass ich es ein zweites Mal las. Und beim zweiten Mal lesen haben auch bestimmte Schwächen, die mir am Anfang die mich doch störten, haben mich dann weniger gestört. Und trotzdem will ich erst mal von einer Schwäche reden. Und die habe ich bei allen Rothmann-Büchern bisher festgestellt. Und das ist sein Umgang mit der wörtlichen Rede, mit Slang, Umgangssprache und so weiter. Während er, wenn er Atmosphäre beschreibt, immer etwas Geheimnisvolles herstellen kann, ein Zustand der Transzendenz, wird er ganz platt, wenn er wörtliche Rede einsetzt. Sie ist dann immer so eins und eins, da denkt man eigentlich fast so an einen Ruhrpott-Fernsehspiel mit Brösterchen und Bierchen und lecker und das geht mir am Arsch weg. Und das hat mich furchtbar gestört. Aber jetzt zu den Stärken. Also darf ich mal kurz widersprechen? Ja, ja. Gerade das finde ich ja so gut, dass sozusagen, dass er ganz auf dem Boden bleibt und dass er nicht abhebt. Denn das Transzendente, wenn das das Hauptsächliche wäre bei dem Buch, da gibt es so ein paar Szenen mit dem alten Pomren, diesem alten versoffenen Kerl, der schließlich sich als einziger weiser Mann erweist. Wenn er auch da nicht dieses ganz Bodenständige hätte und wenn er da nicht dieses, ja, was fast kitschig werden könnte, wenn er das nicht hätte, dann wäre das Buch viel schwieriger, finde ich. Also was ich wirklich stark finde, ist alles das, was er nicht macht, was er ausspart, was er der Vorstellungskraft des Lesers überlässt, wo andere Autoren so einem Jungen praktisch dann die Hosen ausziehen würden, ist er ja voll Diskretion und nur Andeutung. Und es entspricht ja auch so einem 12-Jährigen, bei dem ja alles noch Ahnung ist und Vorstellungskraft und bei dem eigentlich das Unwissen das Schönste ist. Und deshalb die Szene, die du schon erwähnt hast, die ist ja geradezu herzzerreißend, wie er zur Beichte geht und für den Vater, die Schuld des Vaters beichten will, das heißt, die Schuld auf sich nehmen will. Und eine zweite Szene, die mir auch unglaublich gefiel, ist, wie er im Fernsehen sieht da einen traurigen Clown, der Schriftsteller ist es eindeutig, Heinrich Böll. Und er sagt einen Satz, den er überhaupt nicht versteht, der ihm aber immer nachgeht. Und der Satz heißt, dagegen gibt es eine stille Feihung. Er hat das Wort nie gehört, aber er selber
Diese Feierung ist nichts anderes als bewahrte Kindlichkeit, bewahrte Unschuld. Und er selber ist gegen diese ganzen Zumutungen dieser Umwelt, dieses Sommers, ist er eigentlich gefeit durch seine Unschuld. Und von den Zumutungen, die kulminieren ja alle in einer großen Szene, das ist so eine Nachtszene, Mondlicht beschienen, alles wird überdeutlich im Garten. Da ist dieser Nachbar, der eigentlich der Vermieter ist, Herr Gorny, der ihm nachstellt, wo er Angst bekommt und dann abschließt. Er sieht, wie die Türklinke sich bewegt. Und dann sieht er seinen Vater nackt oder halbnackt aus diesem Zimmer von dieser Maruscha kommen. Die wohnt ja bei ihnen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schock für ihn. Aber wie der Rothmann das erzählt, also so, dass man wirklich eigentlich alles mehr erraten muss, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Mir fällt im Zusammenhang damit auf eine Diskrepanz. Jetzt würde ich gerne Peter Hamm fragen, weil Sie es zweimal gelesen haben. Ich habe den Anfang, und zwar die ersten 40, 50 Seiten, sehr mit breitem Pinsel gemalt gefunden. Ich ging mir ganz genauso. Überflüssig. Ach ja. Ging ganz genauso. Deshalb meinte ich eben auch, dann habe ich so. Und plötzlich wird es sehr pointiert. Ja. Und dann hat man das Gefühl, dass er ein Meister ist daran, nicht explizit zu sein, sondern immer Geschichten geheimerweise zu erzählen, die man eigentlich nur schließen kann. Mhm. Man glaubt ja auch immer, es käme zu einer Initiation zwischen dem kleinen Jungen und der Maruscha. Und in Wirklichkeit ist es am Ende der Vater, der dem Mädchen verfällt. Ich finde ja auch diese beiden Erzählebenen, im Gegensatz zu dir offensichtlich, finde ich einen großen Kunstgriff. Also die eine Untertage und die andere Übertage. Und die Untertage, da ist ja, das ist ja fast eine, das ist ja alles wie allegorisch eigentlich, mit großem Pathos auch geschrieben. Da ist jeder Satz sehr gefeilt und so. Und das, ja, man weiß nicht, wohin geht es, ins Erdinnere, geht es auf eine Katastrophe zu und alles. Und natürlich, das haben Sie schon angedeutet, jetzt im Grunde sind das zwei Katastrophen. Am Schluss müssen sie ja aus ihrem Haus ausziehen, natürlich, weil der Vater mit der Minderjährigen geschlafen und erpresst wird. Ich glaube, der Kunstgriff war mir zu offensichtlich. Und deswegen hat er mich etwas gestört. Mhm. Also es war mir zu sehr, diese Symbolik war mir da zu dick aufgetragen. Und genau das, was er sonst vermeidet, hat er durch diese Dramaturgie wieder hineingebracht in das Buch. Und das hat mich gestört. Wobei er geschickterweise die Moral nicht dick aufträgt. Denn de facto muss man ja sagen, der Nachbar ist jemand, der einem Minderjährigen auf homosexuelle Weise nachstellt. Und der Vater ist jemand, der einer Minderjährigen wahrscheinlich Beischlaf pflegt. Trotzdem gibt es keinen Augenblick eine Verurteilung durch den Erzähler oder durch das gesellschaftliche Ensemble dabei. Das zeigt also, dass die Position von Rothmann da schon ein wenig sachlicher ist, was ich sehr angenehm fand. Ja, und es wird nie psychologisiert. Es wird immer nur erzählt. Und es gibt so diese kleinen, das sind ja wirklich die ganz kleinen Szenen, die ganz berührend sind. Man könnte ja auch denken, dass der Sohn jetzt so verzweifelt ist über diesen Vater, dass er ihm nicht mehr seine Butterbrote schmiert, bevor der in die Zeche fährt. Aber im Gegenteil, es ist leider kein Käse mehr da. Insofern gibt es tatsächlich nur noch Margarine oder Butterbrote. Aber er findet noch irgendwo eine kleine Praline und die tut er ihm auch noch mit in seine Blechkiste. Das sind so und ein bisschen Linsensuppe, die noch irgendwo übrig ist. Die tut er in ein Glas und tut sie ihm mit rein. Also plötzlich ein ganz liebevolle Zuwendung, nachdem der Vater ihm so einen Schock versetzt hat. Ja, aber ich finde, da ist Rothmann ja auch wirklich Spezialist in diesen tragischen Beziehungen. Das ist ja tragisch. Also die Perspektive dieses Kindes, was er auch in anderen Romanen hat, auch auf die Mutter, ja, die ja wirklich was Sadistisches hat und was Hochneurotisches und die ist eine wirklich nur ziemlich unerträgliche Person. Und was er sehr gut kann, finde ich, ist die Abhängigkeit dieses Kindes jeweils zu zeigen, was wirklich nicht anders kann, als zu lieben. Ja? Und was ich schon auch finde, was sehr selten ist in der deutschen Literatur, ist, dass jemand einen Entwicklungsroman schreibt und gleichzeitig einen Roman über ein bestimmtes Milieu, dass er das ohne Klischees macht und dass es immer bei Rothmann eine Gesellschaft ist, die er zeigt. Ja? Also es ist jetzt eine Gesellschaft, die fast nur noch, die gibt es eben noch, aber wir haben uns daran gewöhnt, das Ruhrgebiet als Museum zu betrachten, weil keine Kohle mehr gefördert wird. Aber die Leute leben da ja immer noch. Ja. Und diese Art von Enge, die es da gibt, die hat ja unglaublich gut geschildert. Ja. Also, und das ist selten, weil meistens sind sozusagen diese psychologischen Entwicklungsromane, das ist dann so bezogen auf Vater, Mutter, Kind und das hat auch eine gewisse Ödigkeit im Personal. Ja. Und was er wirklich macht, ist diese verschiedenen Bewegungen der Personen zueinander zu zeigen. Das ist ganz, also das hat er wunderbar ausbalanciert. Ich würde sagen, es ist, für mich ist es eine sehr filmische Art zu erzählen. Das ist der Trick.
Denn er ist zwar psychologisch, ist er unglaublich präzise und trotzdem ist es kein psychologisches Buch über einen pubertierenden Jungen. Es ist soziologisch sehr genau, trotzdem ist es nicht eine Ruhrpott-Geschichte. Und jetzt kommt ins Spiel diese zweite Ebene. Diese Geschichte, die immer zwischengeschnitten wird, dieses Mannes, der unter Tage, man weiß nicht ganz genau, sucht er was, kommt die Katastrophe, er wartet ja im Wasser. Und das führt ja dazu, dass ich selber sozusagen wie auf einer Breitleinwand jetzt selber in Distanz gehe. Und ich finde auch die Optik, die er auf diesen Jungen und auf die Familie, auf das Haus hat, das ist eine Optik für mich von oben gesehen, obwohl, wie Gabriele von Arnim gesagt hat, die Kamera ganz nahe beim Jungen ist. Aber es ist nie die Perspektive des Jungen. Und da beginnt natürlich jetzt wirklich das Raffinement einer solchen Literatur. Denn haben wir alles schon gelesen, was da erlebt wird. Aber mit dieser ruhigen Distanz und das Flirrende dieses Ferientags, das Langweilige dieses Sonntags, das ist dermaßen atmosphärisch präzise gemacht, dass ich eine neue Geschichte lese, obwohl ich sie schon 100 Mal gelesen habe. Das ist, glaube ich, schon hohe Schule. Aber in diesen Abschnitten Untertage, das muss man vielleicht doch noch sagen, da ist ja in jedem zweiten Satz ein Wort, das man gar nicht versteht. Ja. Und zwar, das sind lauter Worte, die mit dem Bergbau untergegangen sind, die wir nicht mehr kennen. Und insofern ist dieses zwischengeschaltete, glaube ich, 8 Texte sind es, ist natürlich auch ein Requiem auf den Bergbau. Ja. Hat ja was mit Stena Dolnis, Entdeckung der Langsamkeit, zu tun. Vielleicht erinnern wir uns, da wurde ja auch alles genau beschrieben. Die Takelage, dann unter dem Deck, alles genau. Und wenn man nicht Seemann ist, versteht man es ja nicht genau. Aber man merkt, und das ist ja wieder das Verfahren, auch hier, nicht Peter Hamm, man merkt ja, dass ich vom Detail zu Detail geführt werde und ich lasse mich führen. Ich muss es gar nicht genau verstehen, aber ich sehe es. Das ist ein Teil des Verfahrens. Das ganze Buch ist ja erfüllt von latenter Erotik, latenter Sexualität überall. Und trotzdem gibt es eigentlich kaum Nähe, außer später zwischen dem Kind und dem Vater. Aber mit der Mutter, eine Umarmung gab es noch nie zwischen Mutter und Sohn. Auch nicht mal die Hand reicht man sich, wenn sie in die Sommerferien geht und wiederkommt. Aber es gibt eine Figur natürlich, die wir überhaupt noch nicht erwähnt haben, mit ganz großer Nähe, das ist die jüngere Schwester. Eine ganz wirklich beeindruckende und bezaubernde Figur, diese kleine Schwester. Und den Hund, den Zorro. Und den Zorro. Ganz wichtig. Den Hund, den er wäscht in der Badewanne, was man ja nicht darf, was die Mutter wahnsinnig macht. Naja, und der alte Pomeren natürlich auch. Das ist der Einzige, zu dem er sich flüchten kann. Der Einzige, mit dem er reden kann. Also wenn seine Bande ihm ich weiß nicht, also ein Baumhaus ist es, glaube ich, nicht, aber ihr Tierheim. Doch, ein Baumhaus. Was sie sich da gebaut haben. Und wenn die Bande das verbrennt und sein Kaninchen schlachtet und so. Es ist immer dieser alte, besoffene Kerl, der da in der Bretterbude haust, der irgendwie ein gutes Wort hat, ein weises Wort hat, der ihm irgendwie also auch eine Nähe vermittelt, die es sonst nicht geben kann. Und die diese Sehnsucht danach ist auch so schön. Einmal holt er doch seinen Vater ab von der Zeche, was der Vater gar nicht mag. Und er setzt sich zu ihm hinten aufs Fahrrad und dann umarmt er ihn und schmiegt seine Wange an seinen Rücken. Und da sagt der Vater, was machst du denn da? Du kannst dich doch am Sattel festhalten. Also wenn er mit dem alten Pomeren, wenn er mit dem spricht, da verrät er sozusagen auch mal oder stellt vor seine Poetik, weil der behandelt ihn ja als Indianer und sagt so immer, ein Indianer muss auf alles aufmerksam machen, muss auf alles achten. Und das ist sozusagen, wenn man überhaupt eine Poetik, bei diesem Ralf Rothmann, wenn man das in ein Wort fassen kann, ist eine Poetik der Aufmerksamkeit. Er sieht wirklich genau hin. Müsste man dann nicht auch fragen, ob es möglich ist, dass man einen Kochlöffel auf dem Hintern eines Jungen zerbricht? Ich glaube, die Haltbarkeit von Kochlöffeln wird hier unterschätzt. Nein, vielleicht war das in den 60er Jahren. Ich hoffe nicht, dass das hier jemand erlebt hat. Aber ich glaube es nicht. Ich kann zumindest sagen, dass mein Sohn, der 18 Monate ist, einen Kochlöffel zerschlagen hat. Aber nicht auf Menschen. Aber nein, aber der war alt und Holz leidet, wenn es sozusagen ständig mit Wasser in Berührung kommt. Und das ist schon denkbar. Ich mag das nicht wissen. Und ich mag auch nicht wissen, was im Hause Schmitter vorgeht. Aber die Prügel, das ist ja interessant. Es gibt ja mindestens 3 Erziehungsinstanzen, die Prügel, nicht? Das ist die Mutter, das ist der Lehrer und es ist noch eine. Dreimal wird geprügelt. Ja, die Bande. Die Bande prügelt, ja. Es wird also. Und interessant ist ja eben, sei es diese Liebesszene, die sich anbahnt unter dem Tisch, wo er das sieht mit den Füßeln, sei es die Prügelei. Alles, was passiert, was der Junge erlebt, kennen wir als Lesende ja bereits. Und das Interessante an diesem Buch für mich ist, dass so wie es beschrieben wird, für den Jungen ist es noch nicht bekannt. Das heißt, wir wissen mehr als der Junge,
wir wissen, was für ein Verhängnis da sich anbahnt, das Leben als ein großes Verhängnis. Und das Buch schafft es, das Leben für diesen Jungen immer noch als etwas Spannendes, Geheimnisvolles zu inszenieren. Und da entsteht neben dieser Kameraführung für mich eine sozusagen Gegenbewegung, eben gegen das rein Psychologische, dass ich mich mit dem Jungen identifiziere. Überhaupt mache ich das nicht, aber ich identifiziere mich mit dieser Phase, wo ich noch nicht wusste, was das Leben an Schlimmem für die Menschen allgemein bereithält, wo ich es aber ahnte und wo ich zugleich alles noch offen fand. Das, glaube ich, ist für mich das Geheimnis dieses Romans. Wobei es in der Hinsicht auch interessanterweise eigentlich den gesellschaftlichen Diskurs über Moral konterkariert. Ja. Weil wir immer urteilen würden. Wir würden sagen, hier passieren Katastrophen, hier geschehen Übergriffe, hier wird von Missbrauch erzählt. Der Leser hier kommt aus der Idylle gar nicht richtig raus. Es bleibt immer noch Nostalgisches darin. Es bleibt immer noch so eine Wehmut, selbst bei lieblosen Gesten. Ja, aber der hat irgendwie nichts Verleumderisches und der hat auch nichts von Kinderdramen oder so, sondern es bleibt eigentlich alles unter dem Schleier, dass selbst die Katastrophe Teil der Idylle sein kann. Und das ist, glaube ich, aus der Kinderperspektive sehr wahrhaftig erzählt. Und da kommt, nun zum Schluss nochmals, kommt da nicht nochmals ganz wichtig hinein, dieses Untertagegehen mit diesem Bergmann, das wir als Lesende machen. Finde ich ganz wichtig für mich jetzt, wenn ich das wieder höre. Denn wenn man jetzt das so platt erzählen, ist ja schrecklich. Ein Vater, der sich am Jungen des anderen Vaters vergreifen will, der andere Vater, der sich an der Stieftochter dieses Vaters vergreift, das ist grauenhaft, nicht? Und es passiert aber eben beim Lesen nicht, dass es grauenhaft ist, weil es sich leicht entwickelt, andeutet. Das ist ja auch nicht so, wir wissen ja gar nicht genau, hat er wirklich mit ihr geschlafen oder nicht? Aber es ist dieses Eigenartige noch nicht. Und wenn wir immer wieder dann den Gang machen mit diesem Bergmann, dann sind wir weg aus der Szene und wir ahnen, oben geht ja das Leben weiter. Das ist ja was unglaublich Eigenartiges, was im Kopf passiert, wenn wir die Geschichte miterleben. Es ist schon sehr konstruiert. Und ich wusste beim Lesen ein paar Mal nicht, soll ich mich dafür oder dagegen entscheiden. Und als ich das Buch gelesen hatte, war mir völlig klar, wenn es nicht so geschrieben wäre, hätte ich Mühe mit diesem Buch. Ich finde, dass Rothmann sozusagen, wenn dann ein düsterer Idylliker ist und kein heller. Und dass das Buch auch schon in der Eröffnung eine sozusagen böse Ahnung entwirft. Ja? Also in dieser ersten Szene macht man sich eben darauf gefasst, dass irgendwann eine Katastrophe passiert. Und für mich ist es schon so, dass, auch wenn es nicht im platten Sinne eine sozusagen mit psychologischem Vokabular erzählte Geschichte ist, ist es doch so, dass ich bei Rothmann immer wieder finde, diese enorme Kraft, wie er zeigt, dass Jugendliche und Kinder eine Katastrophe ja nicht als Katastrophe erleben dürfen. Also wenn wir jetzt mal eben dann doch psychologisch argumentieren, wir sagen, kein Kind erzählt einen Missbrauch als einen Missbrauch, ja? Sondern der Missbrauch ist dann passiert vom guten Onkel Herbert von nebenan. Und das gehört ja zu diesem, also gehört dazu, zu dieser Art von Psychologie, dass Kinder zunächst mal in ihrem Erleben etwas, was sie vielleicht später als Katastrophe identifizieren, wenn sie gelernt haben, dass sie das dürfen, in dem Moment, wo es passiert, nicht so erleben. Ja. Da ist es noch Schatten. Und das macht es, finde ich, schon, also das grundiert es schon nochmal an. Ganz recht. Und auch, dass der Vater mit diesem jungen Mädchen sich verlustiert, wie immer wir das nennen wollen, er hat sicherlich mit ihr geschlafen. Auch das ist ja nicht so schlimm, wie wir wissen, wie wir aus dem Buch wissen, weil nämlich der Schwiegervater dann der Frau erzählt, also der Vater der Frau erzählt, sie solle sich nun mal nicht aufregen darüber und es sei kein Grund zur Scheidung und Männer seien Hirsche und so sei das nun mal. Und er hätte seiner Frau auch einiges zugemutet oder vielleicht ihr ja auch dadurch einiges nicht zugemutet und ihr einiges erleichtert und so. Das finde ich auch so, diese ganze also Mann-Frau-Beziehung, die da in dieser ganz kleinen Szene plötzlich auftaucht und aufgedröselt wird, also nicht wirklich aufgedröselt wird, aber gezeigt wird. Wunderbar. Auf einem silbernen Tablett kommt hier die Überleitung, denn auch in unserem nächsten Buch handelt es sich um eine Geschichte, in der ein älterer Herr oder ein herangewachsener Herr mit einer fast Minderjährigen oder möglicherweise Minderjährigen, sagen wir mal, das treibt, was man ehemals Unterschleif nannte. Und so ein Buch empfiehlt uns auch noch Hardy Ross. Also ich wäre ja dumm, wenn ich sagen würde, nein, er empfiehlt nicht so ein Buch. Natürlich empfiehlt er genau so ein Buch, lieber Robin. Aber das ist ja nur ein Teil, weil Peter Rühmkorff, der ja eigentlich uns bekannt ist als Lyriker, weil Peter Rühmkorff, der jetzt hier zum zweiten Mal ein Tagebuch vorlegt, uns auch bekannt ist als einer, der Aufzeichnungen schreibt, aber weil er uns nicht bekannt ist als Romancier. Das ist das Reizvolle. Beginnen wir mal doch bei dieser Geschichte, die Sie jetzt eben angedeutet haben. Es gibt in diesen Tagebuchaufzeichnungen 71 bis 72 gibt's eine Art für mich romanhaften Erzählstrang, wo
der Erzähler, der Ich-Erzähler, also sagen wir jetzt mal Peter Rümkow, mit einem Freund, der heißt Erich, der ist 10 Jahre älter als er, wo die sind zwar gut versorgt so zu Hause, die haben gutes Einvernehmen, glaube ich, der Peter Rümkow mit seiner Eva hier im Buch, aber sie lassen sich die Versuchung nicht ganz entgehen und wollen bei Nachhilfestunden, jetzt muss man aber wirklich sagen, einer jungen erwachsenen Frau, das sind also keine Kinder, das ist mir schon wichtig, also wollen da vielleicht ein bisschen über den Haag hinaus grasen, nicht? Und die ganze kleine rote Fädelei da in diesem Tagebuch läuft dann darauf hinaus, dass sie es immer wieder probieren, dass es aber schlussendlich nicht gelingt, aus verschiedenen Gründen. Das ist aber nur ein kleiner Teil des Tagebuchs. Ein anderer Teil sind Peter Rümkows sehr interessante Theaterversuche, denn ich kenne ihn nicht als Theaterautor und damals hat er offenbar gemeint, er würde noch ein großer Theaterautor werden. Ich glaube, er meint es heute immer noch, dass er es eigentlich hätte werden müssen. Dass er hätte werden müssen. Also es sind unglaublich interessante Theaterstücke drin, also auszugsweise. Und wo ich die gelesen habe, zuerst habe ich gedacht, das ist eine Persiflage. Das kann ja nicht der Ernst sein. Es war aber damals tatsächlich so gemeint, wie es hier drin steht, nämlich Sozialkritik, Gesellschaftskritik, Machtverhältnisse demonstrieren, zum Beispiel in einem Theaterstück, wo das Gastgewerbe gezeigt wird, Volpini, will er zeigen, anhand des Gastgewerbes, wie die Welt eben kapitalistisch verrottet und wie man sie umdrehen muss. Nicht? Also das ist sehr interessant, das Dokument aus diesen Jahren 71, 72, das ist der eine Teil, der Schriftsteller Peter Rümkow, der uns begegnet. Ein zweiter Teil, der Zeitgenosse, der natürlich die APO, die außerparlamentarische Opposition, erlebt, Vietnam mit Nixon, die Bader-Meinhof-Geschichte, Rudi Dutschke und so weiter, der sich aber da nicht richtig entscheiden kann. Man merkt natürlich, er ist auch gegen diese Adenauer-Verhältnisse, die eigentlich da noch herrschen in der Bundesrepublik. Aber er ist eigentlich auch nicht der Meinung, dass man nun mit Gewalt was erreiche. Er ist so zwischendrin, aber doch klar distanziert von der Gewalt. Das ist das Zweite, der Zeitzeuge, der Zeitgenosse. Und die dritte Ebene in diesem Tagebuch ist eigentlich der Alltag. Das ist das, was mir selber eigentlich fast am besten gefallen hat in diesem Buch. Da erlebe ich einen Künstler, der neidisch ist auf andere, die im Fernsehen, in der Talkshow erscheinen, die große Rezensionen haben. 2 Seiten Missgunst gegen Max Frisch in diesem Buch zu lesen, aber reflektierte Missgunst, sehr interessant, sehr schön. Dann erlebe ich den Peter Rümkow, der an Silvester an eine Party geht und wenn man jetzt zurückdenkt, 68, sexuelle Revolution, ach, jeder mit jeder und Freiheit, Brüderlichkeit, weiß ich was. Und er ist völlig einsam, er geht völlig geknickt nach Hause, nichts passiert. Das ist eigentlich ganz hochinteressant. Das sind so diese Ebenen, Zeitzeuge, Schriftsteller und eben Privatier. Und wenn ich das zum Schluss sagen darf, mir war das Buch natürlich im Kontext eigentlich plötzlich ans Herz gewachsen, denn das Tagebuch 1, das die Jahre 91, 92, den Fall der Mauer, Wiedervereinigung zeigt und auch den alten Mann, der es mit Urologen zu tun hat und mit Zahnärzten und Rückenärzten, das ist jetzt eigentlich diese Rückblende zurück. Und wenn ich das zusammennehme, auch mit dem letzten Gedichtband, der vorletzte Gedicht, der ist im Untertitel auch vor 4, 5 Jahren erschienen, dann habe ich eigentlich für mich den ganzen Peter Rümkow. Und mir selber war das wichtig, diese Facette kennenzulernen. Was es aber als Tagebuch wirklich taugt, denn es ist natürlich bearbeitet, es ist nicht 1:1, es sind nicht Notizen, das, glaube ich, kann man schon sehr wohl diskutieren und muss man vielleicht auch diskutieren. Ja, ich glaube, es gibt heutzutage kein Tagebuch, was veröffentlicht wird, zumal von einem Schriftsteller, was natürlich nicht redigiert ist. Er hat es ja schon damals, sagen wir, insofern in Blick auf Veröffentlichung geschrieben, als das dann Marbach überantwortet hat. Und das kommt im ersten Tagebuch. Also im Schiller-Archiv genau, in Marbach. Ja. Also er hat sozusagen seine Tagebuchblätter schon dem Archiv überantwortet, vor langer, langer Zeit. Und in dem ersten Tagebuch taucht diese Szene auf, wo diese Kisten aus Marbach zu ihm zurückkommen und wo er dann mit hohem narzisstischen Genuss sozusagen durchwartet durch diesen Mulch, der sich da angesammelt hat. Ich muss aber sagen, dass wenn ich sozusagen zwei Pole dieses Schaffens, und ich finde, bei Rümkow kann man so pathetisch sein, dass man von Schaffen spricht, weil er ein großartiger Lyriker ist und finde ich ein wunderbarer Tagebuchschreiber und auch ein guter Zeitzeuge. Ja, wenn ich einerseits nehme die Jahre, die er kennt, was ja sozusagen seine Art war, einen Roman der Zeitzeugenschaft der 70er Jahre zu schreiben und der nicht so erfolgreich war, wie er das gerne gehabt hätte, aber immerhin. Und auf der anderen Seite das Tagebuch 1. Dann muss ich sagen, hat dieses Buch mich ein bisschen enttäuscht. Weil das Tagebuch 1 von den Wendejahren, das,
das glüht. Ja, da ist schon, da merkt man unglaublich den Furor dieses alten Mannes, an dem sozusagen langsam das Leben vorbeizieht. Da gibt es auch diese Liebesgeschichte, aus der nichts wird, zu diesem Nachbarsmädchen. Da gibt es so wirklich materialistische Passagen im strengsten Sinne, dass er schreibt, was er isst, wie er zum Arzt geht, wie es beim Zahnarzt war, was er in der Zeitung liest, wo er sich erbittert darüber, was er im Fernsehen sieht. Und das Ganze spielt sich sozusagen von seinem Balkon aus, guckt er das Leben an und schreibt erbittert mit. Und das, dieses Tagebuch 2 hat, finde ich, einen enormen Zug zum Redigierten. Also da merkt man schon deutlich, dass er zusammenfasst und dass er im Grunde genommen eine Darstellung der 70er Jahre geben will, deren Untertitel heißt, die Falschen haben gesiegt. Ich gehöre zur Linken, eigentlich hat die Linke mit Brand sozusagen die Macht übernommen und jetzt müssten wir dran sein. Und das passiert nicht. Und es erbittert ihn aufs Äußerste, dass dann Leute wie Peter Handke sozusagen riesige Beachtung finden oder Thomas Bernhard, die natürlich nach seiner Auffassung im Grunde reaktionär sind. Und er mit seinen Brecht nachempfundenen, Dario Fo nachempfundenen Theaterstücken keine Schnitte kriegt. Einmal also, anschließen. Also Kleinigkeit anschließen. Bei dem ersten Tabu, also Tabu 1, sind aus 4000 Seiten Notizen 600 Seiten Buch geworden. Das gibt uns ungefähr eine Vorstellung, was das für ein Digest ist, den wir vor uns haben. Ich hatte schlimmer noch als Sie fast das Gefühl, bei aller hohen Wertschätzung für Peter Rühmkopf, dass das eine Art Privatmythologie ist, an der er auch arbeitet. Ich glaube nicht, dass seine Aufzeichnungen zur RAF wirklich so gewesen sind, wie sie hier erscheinen. Er war Ikone der Linken, er findet sich plötzlich an der Seite der SPD und er repetiert hier fast ausschließlich SPD-Positionen. Er hat eine Auseinandersetzung mit Kritikern in diesem Buch, die beweist, dass er permanent das als etwas Bewahrenswertes aufgehoben hat, aber so viel Zeittypisches, was ich erwarten würde, findet sich da nicht. Ich habe das Buch irgendwann so bereinigt gefunden, also so besenrein ausgefegt, dass es unantastbar war, dass ich das, was ich an Tagebüchern mag, da nicht mehr wirklich gefunden habe, bis auf Miniaturen. Und ich finde genau das, was Elke Schmitter eben gesagt hat, das war dieser erbitterte Mann in Tabu 1, der wirklich, also herrlich finde ich, seine ganze Wut in seiner unnachahmlichen Prosa ausgeschüttet hat. Und hier ist es alles, es ist fast fad, es ist ja nun eine bleiernde Zeit und er ist selber bleiern. Und es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, wenn ich nicht so fidel wäre, könnte man mich eine tragische Figur nennen. Und ich glaube, eine ganz große Schwierigkeit dieses Buches ist es, dass er nicht einmal eine tragische Figur wirklich ist, aber eine enttäuschte, nicht erbittert, sondern bitter, verbittert darüber, dass er nicht den Erfolg hat, den er hat. Deswegen, wie gesagt, voller Neid und Missgunst. Das aber in diese fidele Rühmkopf-Prosa zu pressen versucht. Und dadurch entsteht da eine Kluft. Es passt irgendwie alles vorne und hinten nicht zusammen. Und insofern hat mir das Buch, also ich war zutiefst enttäuscht, weil ich Rühmkopf ganz wunderbar finde. Das war ich nur gar nicht. Also es ist natürlich das Tagebuch einer krassen Krise. Nun ist Krise und Schriftsteller sind ja eigentlich Synonyme. Aber hier, wenn man das mal anschaut, was da passiert. Rühmkopf hat seit 10 Jahren kein Gedicht mehr geschrieben. Muss man sich mal vorstellen, dieser große Lyriker. Als Dramatiker, der sich fühlt, wird er nicht akzeptiert. Seine politischen Träume sind alle korrumpiert worden. Auf der einen Seite durch die RAF und das, was er politischen Surrealismus nennt, dann durch die ferngesteuerte DKP, aus Ostberlin ferngesteuert. Und konkret sein Blatt, wo er geschrieben hat und so weiter, das ist inzwischen durch den Röhl, den Herausgeber, eigentlich ein Wichsblatt geworden. Es ist der Höhepunkt des Kalten Kriegs und der Hetze der Springerpresse gegen alles, was links ist. Gegen die Ostverträge, Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. Umgekehrt, die Bundesregierung unterstützt rückhaltlos die Amerikaner mit ihrem schmutzigen Vietnamkrieg. Seine private Situation, materiell auch prekärer, lebt im Grunde von seiner Frau, die Angestellte in der Hamburger Börde ist. Was ihm noch mehr Schuldgefühle macht, weil er ja ein Doppelleben führt. Dazu kommt seine unglaubliche Hypochondrie. Und Hypochondrie ist eine Krankheit. Das ist nicht, dass man sich was einbildet. Man zieht alle Krankheiten auf sich und das tut der Rühmkopf. Also es gibt genug Gründe, warum er diese Rolle des Bajazzo eigentlich kaum mehr spielen kann, dieses immer nach vorne lachen. Also es ist ein Dokument eigentlich einer großen Resignation,
Und die versucht er mit seinen Mitteln, mit seinem Sound, mit seinem Ton wieder zu überspielen und zu verdecken. Aber was ich habe die ganze Zeit ein tief trauriges Buch gelesen. Und vor allem, wenn er dann noch seine ehemaligen Weggefährten wie Ulrike Meinhof, die war eine Redakteurin, die wir alle kannten, die für uns oder für die wir arbeiteten und so weiter. Und wenn er sieht, deren Weg und genau sieht, das ist eigentlich nur eine ganz private Geschichte. Er formuliert es einmal ganz krass, weil ein Wixblatt-Verleger nichts von ihr wissen will, sozusagen, gerät sie in diese Richtung. Das sind, und auch andere Gefährten von ihm, die alle abdriften und er sieht sich eigentlich furchtbar allein da. Also was man dem Tagebuch vielleicht zugutehalten darf, wenn ich das hier schnell einfügen darf, dass es ja selbst ironisierend ist von Anfang an. Das finde ich schon wichtig. Es ist ja, gut, vielleicht ist es dann ein Trick, aber ich fand es wichtig beim Lesen. Denn natürlich darf ich jetzt als Leser vielleicht etwas anderes erwarten von 68 Folgende, wenn er ja so dabei war. Aber was mir auffällt, ist, dass er zum Beispiel auch betont von Anfang an, dieses Tagebuch solle, und da bringt er auch frisch ins Spiel, nicht diesen Öffentlichkeitscharakter haben, wo Literatur sozusagen ein öffentliches Forum wird zur Debatte, wie bei Frisch, sondern das sei, da braucht er ein schönes Bild, so ein Kleenex-Tuch, mit dem er den Schreibtisch und die Hirnschale wische und was dann bleibe, die Fusseln von diesem Kleenex-Tuch, das bearbeite er. Ich finde eben diesen Gestus, neben dem, was Peter Hamm sagt, dass er ja in den 60er Jahren wirklich in dieser Krise steckt, diesen Gestus des Erzählens fand ich schon sehr wichtig, damit es mir dann nicht ganz entgleitet, weil ich natürlich auch sehr viel erwarte, auch an Innenschau gegenüber der RAF zum Beispiel. Also ich glaube, dass er sich diesem Ideal, was Sie genannt haben, Tabu 1 sozusagen mehr angenähert hat. Und ich glaube, dass Hugo Willemsen recht hat, vielleicht war es das Dilemma des Materials. Also möglicherweise hat er einfach, als er älter wurde, mehr geschrieben und wirklich mehr gehabt, aus dem er auswählen konnte. Denn ich wurde den Verdacht nicht los, als ich das gelesen habe, dass er da was zugefügt, was wäre, also dass das eben wirklich auf eine Weise redigiert ist, wo genau diese unglaubliche Präsenz dieses ersten Tagebuchs. Wenn man das nicht gelesen hat, kann man damit ganz zufrieden sein. Aber ich finde, wenn man das gelesen hat, ist das Abglanz. Ja, aber da das Tagebuch auf Veröffentlichung angelegt ist, im Gegensatz zu einem Tagebuch wie Kafka. Ja, das sind ja beide. Ist auch das Redigieren irgendwo legitim? Nein, aber wenn man es so merkt, das erste ist ja natürlich auch redigiert. Das erste ist ja auch ein Kunstprodukt, naturgemäß. Ja. Aber es ist eben so redigiert, dass trotzdem sozusagen die Frische, das Material, das beißt einen sozusagen. Springt einen an. Ja. Und da ist es doch mehr ein Aufsatz über sein Leben. Und man muss ja eigentlich hinzufügen, dass ein Tagebuch immer auch die Konfrontation mit dem Belanglosen ist. Also mit alltäglichen Dingen, die nur stilistisch aufgewertet werden können. Und wenn ich mich dann lange auseinandersetze mit der Rezension eines Rezensenten, der irgendetwas Banales in einer Volkszeitung geschrieben hat und er behält hinterher noch mal recht, dann sage ich, welches Prinzip hat diese Aufzeichnung in dieses Buch gebracht? Warum steht da nicht was anderes? Auch, dass er noch uns wirklich traktiert mit langen Szenen aus seinen offenbar sehr erfolglosen Stücken, muss ich auch sagen, das hätte er wirklich weglassen sollen. So, dass er sagt, nun liest doch mal, es war doch gar nicht so schlecht, es ist doch ungerecht, dass ich irgendwie kein guter Theaterautor gewesen bin. Ich finde trotzdem noch mal auf seine Stellung kommen, dieses nirgendwo dazugehören. Also eigentlich ein Urlinker, der aber die Fanatisierung nicht mitgemacht hat und der sich absolut einsam fühlt in diesem Trupp, der sich da herauskristallisiert hat. Der nicht zur Schickeria gehören will, von der er immer schreibt. Die Schickeria. Ganz von Augstein bis alle machen ja damals irgendwie mit. Und auch in Tabu 1 steht, ich will nicht dazugehören. Hier kristallisiert sich das heraus, was später sozusagen dann offenbar zu der Haltung wird, die er dann einnimmt und ganz bewusst einnimmt. Hier geschieht sich fast noch mit ihm. Also da ist es noch gar nicht unbedingt eine ganz freie Entscheidung, sondern es ist noch eine sehr kummervolle Entwicklung für ihn, dass er sagt, schau mal, was mit denen, wie die sich entwickeln, da will ich nicht hin, da will ich nicht mit, also bleibe ich alleine zurück. Es ist kein Stilisieren, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist kein Stilisieren, ich sozusagen the lonely warrior, das ist es nicht. Darf ich vielleicht abschließend, da wir ein großes Buch noch vor uns haben und ein etwas kleineres danach, sagen, was mir in dem Buch gefehlt hat, ist ein Apparat. Ich finde, dass viele Dinge hätten erklärt werden müssen, gerade jemand, der in dem Milieu und in der Zeit nicht so zu Hause ist. Einen großen Apparat hat der Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Hans-Werner Henze. Das ist meine Aufgabe, mir über solche Überleitungen Gedanken zu machen. Ja, mir tut es trotzdem leid, weil in diesem Tabu, das möchte ich doch noch sagen, gibt es eine Figur,
die ganz, das ganze Buch sich zieht, die heißt Erich. Ja, Erich. Und wenn man das teilt, heißt es er, ich. Ja. Ja, wo er sagt, es ist die Rolle meines Topmodells. Und was er mit der macht, wie er da sozusagen Drittes Reich studiert, aber auch das ist so ein geübter Seitenspringer und so, wie er den studiert und sozusagen schon als Romanfigur einführt, das finde ich schon auch einen ganz guten Kunstgriff. Der Romancier, Peter Hamm, gell? Der Romancier. Ja. Ingeborg Bachmann hat es meiner Hinze, Briefe einer Freundschaft. Ingeborg Bachmann und die Männer, das ist ja ein trauriges, tragisches, manchmal auch trübes Kapitel. Wir glauben heute zu wissen, dass ihre intensivste Beziehung zu Paul Celan war, dem anderen großen Lyriker ihrer Generation, mit dessen Werk auch ihre sehr viel korrespondiert. Und dass ihre verhängnisvollste Beziehung die zu Max Frisch war, die sie eigentlich zerstört hat. Warum sie diese Freundschaft mit Hans-Werner Henze mehrmals oder oft sogar als die wichtigste menschliche Beziehung ihres Lebens bezeichnet hat, kann man vielleicht erahnen, wenn man diesen Briefwechsel liest und dabei erfährt, mit welch also rührender Sorge und leidenschaftlicher Anteilnahme der Henze versucht, die Bachmann vor den Zumutungen, Katastrophen der Welt und vor allem vor sich selber, vor ihren Konfusionen und vor ihrer Selbstzerstörungstendenz zu bewahren. Das Ganze beginnt eigentlich die Freundschaft mit einem Joke. 1952, Tagung der Gruppe 47, die 26-jährige Ingeborg Bachmann stellt sich dem gleichaltrigen Henze vor als Heimatschriftstellerin, die hier nur als Beobachterin sei. Sie lehne die Asphaltliteratur ab. Am nächsten Tag hört er sie ihre Gedichte lesen und seine Irritation weicht purem Entzücken. Er lädt sie bald darauf schon zu gemeinsamen Italienferien ein und sofort auch, das zieht sich das ganze Buch durch den ganzen Brief, sofort wirbt er um ihre Mitarbeit an gemeinsamen Projekten. Also man könnte sich vorstellen, dass ihm vorgeschwebt hat, so was Hofmannsthal für Richard Strauss war, das soll sie für ihn werden. Auf sie muss dieser sehr elegante, höfliche junge Mann mit seiner Noblesse, mit seinem Witz, mit seinem künstlerischen Enthusiasmus in diesen tristen 50er Jahren ziemlich exotisch und sehr anziehend gewirkt haben. Und zudem war er noch Musiker. Das ist das, was sie selber werden wollte. Musik war immer die höchste der Künste für sie. Und es umgab ihn auch schon ein bisschen der Glanz der großen, weiten Welt, gegen den sie nie gefeit war. Auf alle Fälle haben sie überraschend schnell beschlossen, zusammenzuziehen. Als er dann eine Wohnung in Neapel eine gemeinsame gefunden hat, steht die meistens leer, weil entweder ihn seine internationalen Verpflichtungen oder sie ihre ewige Unrast aus dem Haus treiben. Ein Umstand, dem wir allerdings betörend schöne Briefe verdanken, vor allem von ihm, der viel häufigere Briefschreiber ist und merkwürdigerweise auch der poetischere Briefschreiber ist, was allein seine fantastischen Anreden an sie verraten. Wenn er sie aber anredet, einmal als arme kleine Tochter oder als begnadete Schwester, dann verrät es schon auch, dass er sie in so eine, sagen wir, platonische Distanz entrücken will, die ihm seine Homosexualität wohl gebietet, die ihn aber nicht daran hindert, ihr mindestens zweimal die Ehe anzutragen und die sie nicht davor bewahrt, vor dem Schmerz, dass er diese Anträge jeweils wieder zurücknimmt. Es muss ja eine Zeit lang doch dieses geschwisterliche Zusammenleben so erschienen sein als ein Versprechen eines angstfreien Raums. Also sozusagen als Gegenwelt zu der von ihr als Feindesland oder dunkle Erdteil apostrophierten Liebe, Terrain der Liebe, das sie aber spätestens wieder betritt 1958, wenn sie Max Frisch kennenlernt und sofort auch mit ihm zusammenzieht. Henze ist es dann, der 1963 von ihr einen Brief bekommt, der ein einziger wirklich erschütternder Hilfeschrei ist, wo sie zum ersten Mal mitteilt, dass diese Beziehung völlig gescheitert ist mit Frisch, wo sie beim Selbstmordversuch schreibt von einer Abtreibung und wo sie ihn anfleht, er soll ihr helfen. Er holt sie zu sich nach Italien und er tut alles, was er kann für sie. Aber als sie dann noch nach Jahren immer von der Schmach spricht, die ihr Max Frisch angetan hat, da verliert er auch einmal die Geduld und er liest ihr richtig die Leviten. Er sagt, deine eigentliche Schmach ist, dass du nicht gearbeitet hast. Und es ist keine Schmach, von einem Schwein beleidigt worden zu sein. Und es ist keine Schmach, ein Schwein geliebt zu haben. Und da weiß er, von was er spricht. Natürlich ist dieses Buch auch das Dokument einer künstlerischen Zusammenarbeit. Das ist aber eine einzige Leidensgeschichte, weil er furchtbar leidet unter dem Schneckentempo, mit dem sie für ihn arbeitet. Er hat oft schon vorauskomponiert und nur, es fehlen ihm zwei Sätze von ihr. Sie wiederum findet ihn monströs in seiner Arbeitswut. In den letzten Jahren vor ihrem Verbrennungstod bricht der Kontakt eigentlich völlig ab, obwohl sie ein paar Kilometer auseinander da im Römischen wohnen.
Immerhin muss man sagen, er hat ihr abverlangt zwei fabelhafte Libretti, Junger Lord und Prinz von Homburg. Und so ein vorläufiges Fazit des Briefwechsels. Natürlich glaube ich, dass mir der Ingeborg Bachmann noch nie so nahe gekommen ist wie hier. Und zugleich spürt man in jedem Augenblick die ungeheure Entfernung, die uns von ihr trennt und die sie, die Bachmann, von der Welt getrennt hat. Und ich glaube auch von der Welt der Männer. Wunderbare Zusammenfassung, ja. Peter Hamm. Also, es ist ein so hinreißendes Buch, dass man irgendwie eigentlich immer nur zustimmen kann. Ja, weil das lässt gar nicht mehr furchtbar viel Raum. Mir fiel ein, das ist eine altmodische Kategorie, aber man darf sie vielleicht in dem Augenblick mal anwenden, dass das die Ausstellung wirklich zweier schöner Menschen ist. Ja. Und eines in sich so schönen Verhältnisses, wobei man sagen muss, dieser Hans-Werner Henze zieht nun alle Sympathie auf sich. Er ist ein Mann, der hervorragend schreiben kann, der in seinen Naturbetrachtungen alleine eine solche Delikatesse in der Prosa zeigt, die man einem eigentlich der Tonkunst gehörenden Künstler weniger zutrauen würde, der in der Darstellung des Psychologischen eine Feinheit hat, eine Doppelbödigkeit manchmal hat, dass es wirklich ein schierer Genuss ist, das zu erleben. Und adorieren kann. Ja, aber trotzdem auch einfach sagen, da bedeuten sich zwei Leute wirklich viel. Hier wird Freundschaft in einer fast erhabenen Weise so interpretiert, dass man als Leser mitbekommt, beschenkt wird damit, dass so etwas wie dieses Verhältnis im künstlerischen Bereich möglich war. Aber was war es denn wirklich für ein Verhältnis? Also erst einmal ist es ja so, dass hier steht zwar Briefe einer Freundschaft und man denkt, es sei ein Briefwechsel und irgendjemand hat gezählt, es sind glaube ich 219 Briefe von 22 von ihr. Er hat die meisten verloren. Also insofern ist das schon mal ein großes Ungleichgewicht. Und ich habe mich gefragt, was das wirklich für ein Verhältnis war, woher es kam, dass sie so unendlich offen zueinander sein konnten. Also von ihren Ängsten reden, aber auch von ihren kleinen Angebereien. Ob das daher kommt, dass beide so begnadet, begabt waren, dass sie keine Angst haben mussten vor Neid, Misstrauen, Missgunst von der anderen Seite. Dass sie einfach sozusagen sich so ebenbürtig waren, dass sie deswegen auch so offen miteinander umgehen konnten. Denn das ist ja wirklich ein ungewöhnliches Verhältnis, was die beiden haben. Dass sie diese Liebe bewahrt haben, nachdem einmal die große Enttäuschung war, dass die Liebe des Zusammenlebens und des Heiratens nun doch nichts wird, was wirklich rührende Szenen hat. Dieser eine Brief, den sie schreibt, wo sie sagt, ich habe schon mal angefangen, Silber zu kaufen. Und sagt, wir müssen das aber absprechen. Ja. Ja, genau. Und was passiert, wenn du die Teekanne kaufst und ich kaufe auch eine? Ja. So diese Geborgenheit, diese Sehnsucht nach der Geborgenheit und nach der Behaglichkeit eines ganz bürgerlichen Ambiente offenbar. Also das finde ich, das fand ich so hinreißend, weil man genau das, was du gesagt hast, nicht? Es ist ein Pakt gegen die Angst, den sie schließen wollen. Die Ebenbürtigkeit ist sicher eine der Künstler und des Künstlers und der Künstlerin. Das ist, glaube ich, ganz sicher. Man merkt ja schon früh, wie Henze selber der Sprache unglaublich mächtig ist. Und man weiß, dass Ingeborg Bachmann umgekehrt eben auch die war, die die Musik Henzes von Anfang an, sie sagt zwar erst am Schluss irgendwann, jetzt verstehe sie die Musik, dank Henze. Mhm. Das ist das eine, die Ebenbürtigkeit, glaube ich, in der Künstlerexistenz, aber auch in der Bedrohung. Nicht nur psychologisch, beide haben ja immer diese Panikattacken. Henze sagt sogar mal, das ist eine Strategie gegen die Panik, wenn wir uns zusammentun. Ja. Aber das Dritte ist ja auch die Situation. Wir haben ja nach Krieg immer noch viele Stellen, wo Henze sich über Deutschland aufregt, über das noch lange nicht entnazifizierte Land. Es hasst. Ja, das er hasst. Ingeborg Bachmann, die sagt, nicht eine Woche in Österreich halte ich aus. Ich weiß nicht, ob sie sogar mal einen Brief sagt, nicht einen Tag. Ich finde auch dieses Wagnis der Künstlerexistenz, die beide jetzt auf sich nehmen, ist etwas, das sie sehr stark für mich verbindet. Nur ein Einwurf, die Gemeinsamkeit ist natürlich auch, dass sie beide Nazi-Eltern haben. Kleinbürger, also deshalb natürlich dieses gestörte Verhältnis zu ihren Heimatländern. Ja. Ich glaube, am Ende ist die Gemeinsamkeit, die sich mir da erschlossen hat, die, dass es beide Künstler sind, für die Schönheit des Werkes eine entscheidende Rolle spielt zu einer Zeit, wo das Schöne fast verboten ist. Richtig. Also es gibt diese berühmte Anekdote bei Henze, dass als ein Stück von ihm uraufgeführt wird in Donaueschingen, Boulez, Nono und der dritte, habe ich vergessen, rausgehen. Stockholm. Es war nach 5 Minuten rausgehen. Und er hat sie als gute Kumpels
im Grunde betrachtet. Er hat gedacht, meine Güte, wir sind alle Musiker. Sozusagen, das Leben ist groß, der Himmel ist weit, warum soll ich nicht meine... Und es gab aber damals offenbar ein Klima, was ganz, wenn du kein Neuntöner bist und wenn du kein Zwölftöner bist und wenn du nicht absolut modern bist, dann bist du reaktionär. Ja. Bei Ingeborg Bachmann war es so, dass sie umgekehrt ja darunter... Ich habe keine Angst vor schönen Tönen. Genau. Das ist schön. Und Bachmann hat wiederum darunter gelitten, dass ihre Lyrik, weil sie so schön war, insofern verzerrt wahrgenommen wurde, als das, was sie politisch sagen wollte, vernachlässigt worden ist, weil ihr enormes Gefühl für Metrik, was man vielleicht wirklich nur mit Rilke vergleichen kann oder mit Hoffmann, also diese unglaublichen Hebungen, Senkungen, die sie hat, dass sie, wenn sie nur eine Zeile schreibt, wenn das nur heißt, die gestundete Zeit, da ist dann schon dieses, es kommen härtere Tage. Mhm. Also, da ist schon so viel Rhythmus drin. Bachmann hat darunter gelitten, dass, weil ihr Werk so schön war, sie auf ein Podest gehoben worden ist von der konservativen Kritik, wo sie nicht hin wollte. Henze hat darunter gelitten, dass, weil seine Musik so schön war, seine linken Kumpels gesagt haben, mit dir wollen wir nichts zu tun Boulez haben, du schreibst reaktionäre Musik. Ja. Ja? Genau. Oder beziehungsweise der Erbe Richard Strauss, was ja auch ein vergiftetes Kompliment auch Quatsch war. Dass ich glaube, der entscheidende Punkt, warum die beiden sich sozusagen haben so verbinden können, war, dass sie sich erkannt haben als Genies von gleichem Geist. Ja. Wobei man dass sie beide die Schönheit angebetet haben. Aber man muss dazu sagen, am Ende ging es um Schönheit. Also Elmi hat schon das Zentrale angesprochen mit der Schönheit. Also ich habe einen Film über Henze gemacht, den nannte ich sogar die verbotene Schönheit. Weil es war für in Kranichstein, da waren die Musiktage für neue Musik und so weiter, dass er da ausgebrochen ist aus dieser Zwölfton-Diktatur, die damals geradezu herrschte, nach Italien ging. Il Ricervo schrieb, wo er sich von neapolitanischer Volksmusik sogar beeinflussen ließ und so weiter. Das wurde ihm so wahnsinnig übel genommen. Und andererseits war natürlich, die Bachmann hat die Italien ihr erstgeborenes Land nannte. Also auch das hat sie so wahnsinnig verbunden miteinander. Aber ein Satz noch zu dem, weil du sagtest, diese Offenheit. Die Offenheit ist nicht so groß, wie du vielleicht jetzt denkst. Also zur Offenheit würde auch gehören, dass einmal in diesem Briefwechsel der Name Paul Celan fällt. Er fällt nie. Ingeborg Bachmann hat alle ihre Freunde voneinander ferngehalten. Und in dieser Zeit... Diese ganze Anfangsjahre dieses Briefwechsels fährt sie ständig nach Paris, versucht dort zu bleiben, lebt in einem Hotel, das heißt Hotel de la Paix. Über das hat sie ein Gedicht geschrieben. Über dieses Gedicht korrespondieren die beiden. Aber der Hintergrund, warum sie dort ist, das kommt nicht vor. Das sind aber zwei verschiedene Ebenen, wenn ich das kurz sagen darf. Das sind zwei ganz verschiedene Ebenen. Man muss nicht offen sein über die Menschen, die man sieht, die Lieben, die man hat, und kann trotzdem emotional offen sein dem anderen gegenüber. Man muss nicht alles erzählen von sich. Man muss nicht die einzelnen Episoden des eigenen Lebens erzählen. Das finde ich widersprüchlich. Ich möchte schnell zwei Dinge anfügen. Das eine ist, ich finde, man muss Henze fast ein bisschen gegen die Schönheit wieder in Schutz nehmen. Denn jetzt denkt man, er sei Aribert Reimann. Die großen Skandale, die es gegeben hat um Henze, um das Floß der Medusa, waren Klangskandale und sie waren politische Skandale. Und man muss sagen, er war weit linker als Ingeborg Bachmann war, die immer wieder versuchte, ihn zu... Also es gibt diese politische Seite, da gibt es eine deutliche Differenz. Es gibt auch eine Abgrenzung vom Schönen, vom alleine Klangschönen. Er ist kein Historist gewesen. Und eine Teilantwort auf Gabriele, was hat die verbunden, müsste man ergänzend, glaube ich, noch sagen, Verzweiflung. Denn es gibt kaum einen Brief, in dem nicht Leid artikuliert wird. Blanke Not. Also der Eindruck, den wir erzeugen, der darf jetzt nicht sein, dass man damit etwas Genießbares primär nimmt, sondern man hat wirklich in einer Weise eine Raffinesse in der Sprache des Leidens, die man in einem Briefwechsel in der Verdichtung selten findet. Ja, und dann natürlich auch wunderbar, dass immer, wenn er ihr schreibt und auch von seinem eigenen Leiden spricht und dann sagt, sie möge ihn doch bitte, bitte besuchen, aber nur gut gelaunt kommen. Ja. Ja. Weil da hat er Angst, sozusagen, wenn ihr Leid noch dazukommt, dass ihm das und auch wiederum nicht bekommen. Vielleicht darf man noch mal auf was anderes hinweisen, was mir sehr wichtig war beim Lesen. Jetzt natürlich entsteht ein Bild von diesen beiden beim Lesen. Aber ganz stark präsent und vor mich hingestellt hat sich diese Persönlichkeit Henze wegen ihrer Sprache. Ja. Ich meine, das ist nun wirklich unglaublich. Es wurde schon gesagt, alle diese Variationen in der Anrede, Liebe, Arme, Kleine, Allergrößte, solche Dinge, Bachfrosch, Bachfrau, weiß ich was, Spieltrieb. Italienisch, Englisch, Französisch, alles wird gemischt. Auch wenn es nicht ganz korrekt ist, es hat einen unglaublichen Impetus, einen Drive. Manchmal erinnert er einen an die Bäsle-Briefe. Irgendwie erregt sie sich auf über München. Da schreibt er ihr, auch Lyriker müssen und können scheißen. Also, scheiß auf München und zwar präzise und klar. Ich will es nicht gehört haben. Ja. Wir müssen jetzt wirklich, wir müssen aus diesen Niederungen raus. Wir müssen zu einem nächsten Protest. Aber das ist eine Sprache, Henze.
dieses, die dieses Buch natürlich in einem ganz großen Maß trägt und prägt, neben dem Paar. Ich tue ja nur so, weil wir zum letzten Buch kommen müssen. Ich möchte noch eine soziologische Vermutung äußern, wo wir jetzt gerade über zwei Linke sprechen und über einen Mann und über eine Frau. Ich glaube schon, dass Peter Hamm hat es erwähnt, es gibt diese eine Stelle, wo ihm die Nerven durchgehen, wo er ihr so eine wirklich, also sie richtig traktiert und sagt, du musst arbeiten, jetzt hör auf, an dieses Schwein zu denken. Scheißegal, war es eben Schwein, du hast nur eine Verpflichtung und das ist deinem Talent gegenüber. Ich glaube schon, also wenn man übrigens die Autobiografie von Henze, die ist ja blendend geschrieben, ist ein großartiges Buch. Also da kommt das ja auch, Quinten, oder? Wunderbar. Schön. Okay, ich mach's kurz. Ich will sagen, ich glaube, dass bei einer sozusagen bei einer Konstitution, wo zwei hochempfindliche Künstler zu der Zeit gewirkt haben, es wahrscheinlich Henze als Mann leichter fiel, sein Arbeitsethos, das wirklich das an der Westfälischen Eiche war, von Anfang an durchzuhalten, zu sagen, ich bin ein Mann, ich bin ein Musiker, ich bin ein Genie. Dafür gibt es unendlich viele Vorbilder. Ja, aber er war ein Homosexueller. Und ja, gut. Das aber, ist eben genau der Punkt. Ich glaube, er hat sich als Künstler... So pflichtbesessen ist das Wort, das bin auch ich. Es gibt ein Buch zu machen, es tut mir leid. Es geht doch von meiner Zeit ab zum Donnerwetter. Es ist doch aber mein, es gibt doch noch so viel zu sagen über die Nummer. Schade. Also, was ich sagen wollte, war, dass ich glaube, dass Ingeborg Bachmann es wirklich schwerer hatte, bei ihrem Geniesein zu bleiben als Frau. Das glaube ich schon zu der Zeit. Gut. Dieses gesagt, kommen wir jetzt zum letzten Buch, was ich vorstelle. Das heißt Die Zigarette und es handelt sich um einen sogenannten Essay. Was, wie wir jetzt inzwischen ja alle wissen, heißt Versuch. Es ist also ein Versuch über die Zigarette. Das bedeutet, es ist kein Traktat, es ist kein Sachbuch, es ist kein Pamphlet, sondern es sagt über die Zigarette alles das, was im normalen, im Moment sehr aufgeheizten Diskurs über die Zigarette nicht gesagt wird. Und es erklärt ein bisschen, warum wir über Zigaretten so viel reden müssen, weil nämlich nie darüber geredet wird, was Zigaretten für Raucher bedeuten. Und das ist das, was diese Autorin, die heißt Cristina Peri Rossi, es handelt sich um eine exilierte, ich glaube, Argentinierin. Uruguay, dann nach Argentinien gegangen, dann nach Spanien gegangen, hat Romane veröffentlicht und Essays. Das ist aber wohl das erste, was von ihr im Deutschen erschienen ist, in einem neu gegründeten Verlag aus Berlin, Bärenberg Verlag, der sich auf Essays spezialisiert. Sie hat mit ungefähr 60 Jahren offenbar die Diagnose vom Arzt bekommen, dass sie aufhören muss zu rauchen, sonst hört sie auch gleichzeitig auf zu leben. Und den Abschied von der Zigarette feiert sie, begeht sie mit einem Essay. Und eine der hervorragenden Tugenden, von der sie nicht Abschied nehmen will, ist die der Dankbarkeit. Und sie dankt sozusagen, sie leistet einen Dank. Sie sagt, es war schön, ich habe gerne geraucht, es war wunderbar. Und sie geht jetzt phänomenologisch vor, auf der einen Seite. Sie erzählt über sich, sie berichtet Episoden, die sie mit der Zigarette verbindet. Sie erzählt beiläufig, macht sie deutlich, was Genuss ist und was Sucht ist. Und sie macht, wie es im Essay üblich ist, sozusagen nimmt sie Anleihen bei anderen Autoren auf, sie zitiert von anderen Autoren, sie erzählt auch etwas. Aber es verhält sich eben der Essay zum Sachbuch so, dass, wo man das Sachbuch vielleicht zusammenfassen kann in drei Thesen, man es eben beim Essay nicht tun kann. Und dieser Essay ist deswegen Literatur, finde ich, weil man sagen kann, man muss es lesen. Ja? Man kann nicht mehr tun, als Andeutung zu geben, was es mit diesem Buch auf sich hat, was wunderbar geschrieben ist und einfach ein Gang sozusagen durch eine Seite der menschlichen Existenz, die im Moment nur mit psychologischen und medizinischen und juristischen Termini behandelt und traktiert wird und wie wir alle wissen, vollkommen erfolglos. Denn die Zahl der jugendlichen Raucher steigt. Je mehr die Gesellschaft sich bemüht, ihnen zu sagen, das ist gefährlich, das dürft ihr nicht. Sie wissen, dass es gefährlich ist und die Leute rauchen trotzdem. Und es ist unendlich interessant zu wissen, warum. Es ist nicht der erste literarische Versuch, der über dieses Thema gemacht wird. Es gibt viele Bücher, unter anderem das berühmte Zeno Cusini von Zwevo, der versucht, sich das Rauchen abzugewöhnen und darüber einen, ich glaube, 800-Seiten-Roman geschrieben hat. Aber ich muss sagen, dieses Buch hat mir besser gefallen als der Roman. Nein. 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 Ich fand den Roman zwanghaft und diesen Essay, finde ich, ganz gelöst.
Ich habe Zähne Cousine langweilig gefunden. Und ich weiß, wovon ich rede. Da müssen wir jetzt mal eine neue Sendung machen. Also, in Ordnung. Man könnte ja steinigt mich, schlage mich tot. Ja, vielleicht kann ja jemand, wer ein Nichtraucher ist, also kein bekehrter Raucher, sondern ein Nichtraucher vielleicht, glaubt ein obsessiver Raucher oder Raucherin, dass der gar nicht mitreden kann, wenn es um so ein Thema geht. Aber dann dürfte ein erklärter Nichttrinker, der ich nur wirklich nicht bin, dürfte auch nicht über Josef Roth, legendären Trinker, oder über Vulkan von Malcolm Lowry sprechen. Aber diese beiden Bücher sind große Literatur und das heißt, der Stoff zählt überhaupt nicht. Während dieses Buch ist vor allem eine Stoffsammlung. Und es hat einen ungeheuren Schönheitsfehler, obwohl Sie den mehrfach zitiert, den Cabrera. Ich habe es mitgebracht, den Cabrera Infante. Hat sie tatsächlich den schamlos geplündert, um nicht zu sagen abgeschrieben. Die ganzen literarischen Querverweise, die ganzen Filmverweise, die historischen Exkursionen, das kommt alles hier bei Cabrera Infante in dem Rauchzeichen-Roman vor. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Autor als den Autor von Drei traurige Tiger. Das ist ein unglaublich großartiges Buch, auch fast unübersetzbar, wie Joachim Kalka hat, zeigt, dass in jedem Satz der Literatur passiert. Während bei ihr ist es wirklich für mich nur eine Stoffsammlung und ich kann es mir nur erklären als Selbsttherapie, als Kompensation, dass sie nicht mehr rauchen darf, dass sie das geschrieben hat. Aber ich habe nicht verstanden, warum ein Verlag das rausbringt und nicht mal prüft, woher sie es hat. Also Sie sagen, der hat das wesentlich. Das ist überraschend. Kommt, also ich kenne den nicht. 100-mal so viel hier drin vor. Ja, das ist ein ganz kubanischer. Sie zitiert ihn ja manchmal. Ja. Aber sie könnte ihn auf jeder Seite zitieren. Denn sie hat wirklich von Cabrera Infante das Wichtigste. Na, das Wichtigste gibt es doch dann nicht. Ich denke, sie beschreibt doch ihre eigenen Erfahrungen sehr viel. Also was ich schön fand, sind so diese Geschichten, die sie erzählt über die ersten Tabakfabriken und die Cigarreras und dass diese Frauen, was die wirklich eine ganz besondere Rolle gespielt haben, dass es einen Vorleser gab in diesen Fabriken, die Solar gelesen haben oder auch Dostojewski und sogar Nietzsche, damit die Frauen irgendwie im Rhythmus des Vorlesers arbeiteten und die Tabakblätter ordentlich rollten. Das fand ich, also solche Geschichten fand ich hinreißend. Muss allerdings auch sagen, dass ich fand, es war sehr wenig Überraschendes drin. Also alle von uns, die wir mal geraucht haben, wissen ja ziemlich viel darüber, was es bedeutet, nicht mehr zu rauchen. Und wie schwierig es ist, das aufzuhören und dass man eigentlich nicht will und eigentlich doch und so. Und ich fand es trotzdem, da es so schön geschrieben ist, habe ich es wieder gerne gelesen. Es hat mich, wie gesagt, wenig überrascht. Und sie hat natürlich einen ganz großen Fehler gemacht. Es fehlt das Eingeständnis des Verrats. Denn wenn eine Frau wie sie, die wirklich eine aufmüpfige Intelligenz hat, das merkt man immer wieder und teilweise auch nur in so kleinen Zeilen zwischendrin, sagt oder davon spricht, zu leben, um zu rauchen, und dann das Rauchen aufgibt, um zu leben, na, darüber hätte ich doch von einer so intelligenten Person wie ihr noch ein bisschen mehr hören mögen. Über Lebenstrieb versus Sucht, über Lebenstrieb und Tod, über und so weiter. Das hat mir richtig gefehlt. Also einerseits ist es für mich eine wunderschöne Materialsammlung. Das meine ich jetzt nicht mal im Anflug pejorativ. Es ist anregend, unglaublich anregend. Zum Beispiel all diese Beispiele, wie die Leute im Film rauchen. Also wenn man Bogie sieht und Lauren Bacall, die beiden, fehlt nur noch übrigens der Bösewicht in der Badewanne, Robert G. Robinson mit der Zigarre zum Beispiel, oder? Solche aber Dinge. Das heißt die Zigarette. Ja, genau, aber man spinnt das weiter. Waren sowieso schon so viele. Ja, man spinnt das weiter. Also das ist das eine, die Materialien. Das zweite, diese kleine Kulturgeschichte der Zigarette auch, nicht nur der Zigarre, das hat mich schon sehr beeindruckt, bis in die Ästhetik der Bauten hinein, diese 3.000, 4.000 Frauen, die da arbeiten. Und das Dritte, das fand ich das Stärkste, da haben Sie, Elke Schmidt, vorher eigentlich auch aufgehört mit dem Beschreiben, was mich sehr beschäftigt, jetzt nachhaltig auch. Auch ich habe mal 30 bis 40 Goldwas und Chitan geraucht, das war 68, 70 Mode, bis ich 30 war. Ich habe dann wieder zu rauchen begonnen, weil ich Hermann Burgers Brenner gelesen habe. Das hat aber dann mit Zigarren zu tun. Das ist ein großes Buch, ja, wunderbar. Das habe ich aus diesem Anlass wieder gelesen. Ja, also ich gebe es ein zu. Großes Buch, ein ganz großes von einem Schweizer Buch. Autor. Ja. Also das sind alles Dinge, die einen hier unglaublich aktivieren. Und jetzt aber, was mich am meisten quasi aktiviert hat, tatsächlich und nachhaltig jetzt immer noch bedrängt, folgende Frage. Sie zeigt sehr schön, wie aus dem Laster, dem man mit Moral begegnet, eine Sucht wird, der man mit Pathologie begegnet. Das heißt, die Pathologisierung des Rauchens. Und was für ein Surrogat haben wir denn heute, wenn die Leute dermaßen, ich kenne Leute, die waren bis vor 2 Jahren völlig normal,
Die machen jetzt alles, wenn irgendwo nur ein Hauch eines Räugleins aufsteigt. Da ziehen sie die Register, also von Sokrates bis zu den neuesten WHO. Das ist ja unglaublich. Was passiert mit der Gesellschaft, die jetzt sowas macht? Das hat mich wirklich interessiert. Und ich glaube, und das ist das eigentlich das Verdienst dieses Essays, dass hier wirklich Ersatzhandlungen zu beobachten sind. Denn, wenn Sie mich fragen, ich finde, bei uns gibt es viele Politiker, zum Beispiel deren Werbestil, die Umwelt für mich viel, viel mehr verschmutzen, die mich im Atmen viel mehr bedrängen als 20 rauchende Zigarettenschlotter. Und da passiert was wirklich in der Gesellschaft. Sie redet ja von einem Kreuzzug. Jetzt muss ich eine Klammer aufmachen. Natürlich ist das Problem, dass immer mehr junge Leute rauchen. Natürlich weiß man, was es für Folgen hat. Das will ich auch nicht beschönigen, Klammer zu. Aber dass sie jetzt mich dahin lenkt, mir das mal zu überlegen. Was passiert hier? Das ist ein großes Verdienst. Dann fehlt aber wirklich etwas, finde ich, über die Tabakindustrie. Also da hätte ich gerne noch etwas mehr Also das, was sie beschreibt, einmal erwähnt sie, dass in den 30er oder 40er Jahren die Tabakindustrie viele große Schauspieler in Hollywood mit Zigaretten versorgt hat. Und damit die auch ordentlich rauchen in den Filmen und sozusagen. Das sagt sie. Aber sonst die Tabakindustrie, also wie gesagt, diese Machenschaften der Tabakindustrie, das hätte mich schon noch interessiert. Ich glaube, man kann zwei Sachen anfügen. Das eine ist, da ist das Buch sehr materialreich, wo es die Kultur der Zigarette darstellt. Da fehlt meiner Ansicht nach genau sowas, wie Sie sagen, zum Beispiel die Geschichte, dass Marlboro eine Zigarette für Frauen war, die mit farbigem Mundstück produziert wurde, damit man den Lippenstift nicht sieht. Genau. Und dann mit tätowierten Männern geworben hat, die damals vulgär waren, was auf Frauen auch nicht wirkte. Und dann kam der Cowboy, da waren die fast pleite, dann kam der Cowboy und der Cowboy suggerierte nicht nur Männlichkeit, sondern frische Luft. Und deshalb hat Marlboro diesen Siegeszug angezogen. So eine Geschichte fehlt hier. Zweites ist, es ist die Geschichte einer Sucht. Und in der Sucht fehlt, finde ich, dem Essay literarisches Vermögen. Ja, da müsste die Abhängigkeit als Zwangsvorstellung, und da würde ich Svevo sofort dagegen halten. Ich sollte ja schließen. Ach so. Aber das zeigt ja, wie anregend. Darf ich noch ein Ich finde, dass wir uns jetzt doch in sozusagen auf so eine Kategoriendiskussion zubewegen, weil ich diese Einwände geltend lassen würde. Wenn ich vorher gesagt hätte, wir haben hier das ultimative Sachbuch zum Thema Zigarette, das ist geschrieben worden von einer Wissenschaftlerin, die heißt Rossi. Es kann doch bei einem Essay nicht ernsthaft darum gehen, dass man sagt, und das hätte er noch schreiben sollen und das hätte er noch schreiben sollen. Wir gehen doch auch nicht an einen Essay von Montaigne heran, der über das Fremde und das Eigene schreibt, sagen, na, da hat er die Literatur seiner Zeit leider nicht ganz berücksichtigt, da gab es doch schon die Berichte von Kolumbus, das hätte er doch aufführen müssen. Nein, Ich habe, das Buch hat den Titel Leben mit einer verführerischen Geliebten. Es handelt sich um eine persönliche Rückschau in essayistischer Form. Es ist, wenn man so will, ein autobiografisches Stück Literatur, was angereichert ist mit dem, was sie dazu weiß, was ihr dazu interessant erscheint. Wenn etwas einen Essay überhaupt auszeichnen kann, finde ich, dann ist es seine Anmut, seine Kürze und die Fähigkeit, andere Menschen zum Nachdenken zu bringen. Denn der Essay soll ja das Nachdenken bei anderen bewegen. Der Essay ist ja aber eben ist kein ja Traktat, der sagt, ich habe alles dazu gesagt. Und da gerade die Forderung nach Faktenprosa drin, die überhaupt nichts weiter ist als die Aufzählung von noch einem Schauspieler, der auch geraucht hat. Und die vielen Wiederholungen. Habe ich auch gedacht, da wäre doch viel Platz gewesen, auch in einem kurzen Essay, um etwas andere Gedanken noch mit einzubringen. Mich hat diese lockere Organisation vollkommen überzeugt, das muss ich sagen. Also den würde ich lieber von Ihnen lesen, den Essay über die Zigarette. Muss ich erst mal aufhören zu rauchen? Voilà. Oder auch nicht. Ja, dann gehen wir in die heute umfangreicheren Tipps, einfach weil wir eine Person mehr sind. Ich habe heute Abend kein Buch vorgestellt, deshalb darf ich redselig über dieses sprechen. Das will ich jetzt nicht ausufern tun, aber ich will dieses Buch mit allem Nachdruck empfehlen. Und zwar, es ist erschienen in den Lars Müller Publishers, einem Schweizer Verlag, der besonders für seine grafisch bibliophil aufgemachten Bücher allerhöchstes Lob verdient. Ich glaube, das sind Bücher, die wird man in 20 Jahren in Antiquarien
Antiquariaten suchen, hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Fotografie und Design, aber auch so etwas wie die Pamphlete des Konstruktivismus sind doch zu finden. Das Buch heißt Das Bild der Menschenrechte. Es ist ganz anders, als man denkt, wenn man das hört. Es wurde herausgegeben von Walter Kälin, Lars Müller und Judith Wittenbach, eben in Lars Müller Publishers. Ich sage hier ausnahmsweise sogar mal den Preis. Es kostet 45 Euro und ich glaube 68 Schweizer Franken. Dieses Buch versammelt in 13 Kapiteln sowohl Essays wie Fotos wie Materialsammlungen zum Stand bestimmter Bedingungen der Entwicklung der Menschenrechte. Sei es der Nahrungsmittelversorgung, der Krankensituation, der Flüchtlingssituation, des Rechtes auf faire Prozesse, der Gleichheit vor dem Gesetz, der Meinungsfreiheit und so fort. Und sagt in diesen übrigens auch im Schnitt farblich abgesetzten Teilen, sagt in denen unglaublich materialreich, sowohl wie der Zustand der Welt in diesem einen Punkt ist. Zweitens, es fasst fotografisch in ein paar der schönsten Exemplare des Fotojournalismus, den ich kenne, auf, wie sich diese Situation sinnlich fassbar darstellt. Und es gibt Essays bei, die von Susan Sontag über Alexander Kluge, über Wole Soyinka, über Dragovic, wen immer, Richard Kapuscinski und so fort, die auf sehr hohem Niveau, sehr klug dieses Buch begleiten und eigentlich so etwas wie eine Kommentierung dessen, was an Faktischem darin ist und was an Fotografischem darin ist, vornehmen. Es ist der ungewöhnliche Fall, erstens, dass überhaupt man ein Buch, in dem es um Humanität geht, und uns geht es in jeder Sendung in irgendeiner Form um Humanität. Es ist also ein urliterarisches Anliegen, ein solches Buch zu machen. So ein Buch nicht nur zu machen, das es bisher nicht gibt, sondern es in einer so noblen Ausstattung vorzulegen, so genau daran zu arbeiten, es so sinnlich hinzukriegen, dass man sagen muss, das darf nicht irgendwo ein Ruhmesblatt für den Verleger bleiben. Das muss man auf die Gabentische legen. Darüber kann man sich verständigen, wenn es um den Zustand der Welt geht. Und gerade in der jetzigen Situation ist die Frage der Menschenrechte, glaube ich, drängender und gefährdeter denn je. Deshalb mit einem leidenschaftlichen Appell sei dieses Buch empfohlen. Und ich übergebe an Gabriele von Arnim. Ich empfehle auch leidenschaftlich Jean-Philippe Toussaint, Das Badezimmer. Ja. Jean-Philippe Toussaint ist ein Belgier, ein Schriftsteller, ein Drehbuchautor und Regisseur, der im letzten Jahr oder vor 2 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, mit einem Buch Sich lieben einige Aufmerksamkeit hier bekommen hat. Und daraufhin hat der Verlag, die Frankfurter Verlagsanstalt, seinen ersten Roman jetzt nachgeliefert. Das Badezimmer, der damals schon als makelloser Roman gefeiert worden ist, 1985 geschrieben, handelt von einem jungen Mann, wie er sagt, noch 27 gleich 29, der irgendwann beschließt, nun sein Leben in der Badewanne zu verbringen. Das auch eine Weile tut, es dann doch lässt, nach Venedig fährt, in Venedig die skurrilsten und kuriosesten Geschichten erlebt, um Ecken geht, von denen man als Leser noch gar nicht gemerkt hat, dass es sie überhaupt gibt, Dinge erlebt, mit Menschen redet, alles ohne Aggression, ohne Erklärung, ohne besondere Lust auch. Er hat auch eine Frau, mit der er zärtlich telefoniert, nachdem er verschwunden ist, sagt ihr doch irgendwann, wo er ist, findet sie auch alles ganz normal. Und das ist ein Buch, das sich liest, ja, es liest sich wie ein leichter, wie eine leichte Ansammlung kurioser Geschichten und ist aber gleichzeitig ganz vielschichtig zu lesen. Also das, was sich so leicht liest, kann man auch beim zweiten Mal dann nochmal ganz anders lesen. Es ist nämlich eine Frage darüber, soll ich mich eigentlich bewegen im Leben oder soll ich lieber zu Hause bleiben? Soll ich über irgendwas nachdenken im Leben oder ist es nicht viel schlauer, meinen Kopf zu leeren? Und was passiert, wenn ich mit ganz leerem Kopf zum Beispiel in meinem Hotelzimmer Pfeile auf eine Scheibe schieße? Und mit diesen Gedanken, die aber nicht irgendwie befrachtet oder beschwert sind, kann man dieses Buch lesen. Und ich finde, es ist grandios. Es ist ein unglaublich amüsantes, kluges, gescheites, intelligentes, gut zu lesendes Buch. Und Elke Schmitter. Ja, das kann ich nur bestätigen, was Herr Arnim gesagt hat. Das ging mir auch so. Ja. Mit meiner allerdings nunmehr stark erschütterten Autorität möchte ich ein Buch eines Schweizer Autors empfehlen. Er heißt Alain-Claude Sülzer. Es ist nicht sein erstes Buch. Ich habe sein letztes gelesen. Die deutschsprachigen Verlage haben die verhängnisvolle Neigung, bei allem, was unbestimmt ist, für alle Fälle mal einen Roman drauf zu schreiben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, die Leute kaufen es sonst nicht. Ich würde sagen, Ein perfekter Kellner ist eine perfekte Novelle.
genau das. Also die Erzählung einer unerhörten Begebenheit spielt sich ab am Anfang in den 30er Jahren in einem Grand Hotel. Man denkt als sozusagen versierter Literaturleser an Thomas Mann. Man kann die Geschichte doppelbödig lesen, als ein Spiel auch mit der Geschichte von Thomas Mann und der unterdrückten Homosexualität. Allerdings, wenn man diese Ebene nicht mitliest, ist es trotzdem ein sehr, sehr schönes Buch und eben ein ganz klassisch geschriebenes Buch, eine ganz klassische Novelle über ein vollkommen unklassisches Thema, nämlich die Liebesgeschichte zwischen zwei Männern. Mhm. Und das hat mich enorm beeindruckt. Die Diskretion dieses Buches, die Ruhe, diese vollkommen unprätentiöse, sehr rhythmische Sprache und die wirklich vollkommene Form, die das Ganze hat. Hardy. Ja, nach der letzten Sendung hat mich in der S-Bahn eine Dame freundlich, aber doch relativ bestimmt angesprochen und gesagt, sagen Sie mal, Sie sind doch der, der da immer über Bücher. Mhm. Habe ich schuldbewusst gesagt, ja, bin ich, gebe ich zu. Warum bringen Sie nie was Lustiges? Immer diese traurigen Bücher, immer, also es ist ja ganz schrecklich, diese Literatur. Und da bin ich in mich gegangen, habe gesehen, dass ich zu Hause schon seit Wochen und auf dem Nachttisch, auch lesend im Bett, ein Buch eigentlich hätte, das ich dank dieser Dame jetzt endlich auch vorstellen will. Es heißt nämlich Die komischen Deutschen. 878 witzige Gedichte aus 400 Jahren. Und da muss man aufpassen, es hat auch ein paar Österreicher darunter und auch ein paar Schweizer. Es ist auch schön, dass wir immer wieder als Varietät des Deutschen auftreten. Das ist aber, macht uns weiter nicht weh. Sehr klug ausgewählt von diesem Herausgeber Stefan Jakobs, denn er hat zum Beispiel bei den Schweizern Cäsar Kaiser mit seinen Limericks gebracht, die man bei ihnen kaum kennt. Er hat zum Beispiel Fridolin Tschudi gebracht, den man sicher nicht kennt. Und er hat, und das ist das Kluge an diesem Buch, er hat gewusst, dieser Herausgeber, dass das Komische auch die Kehrseite des Traurigen ist. Er geht also bis zu einer Lyrikerin, die ich heiß liebe, bis zu Mascha Kaleko. Mhm. Auch die taucht hier auf. Also das ist nicht ein Buch, das man schenkelklopfend im Bett liest, sondern ich würde sagen, das ist ein Buch, das sozusagen eine Lichttherapie für die dunkle Hälfte dieses Jahres ist. Schön. Das sind diese Gedichte, bitte, bitte. Vor 100 Jahren ist Anton Tschechow gestorben. Für mich immer noch der kühnste, modernste Dramatiker überhaupt. Und zum Abschluss dieses Tschechow-Jahres empfehle ich von Ivan Bunin Tschechow Erinnerungen eines Zeitgenossen. Erschien in der Friedenauer Presse, die ja immer noch mit die schönsten Bücher macht überhaupt. Der Tschechow, das weiß man, der war nicht sehr gesellig, mied eigentlich die Öffentlichkeit und auch den Literaturbetrieb, aber er hat eine ganz richtig rührende Zuneigung gefasst zu diesem 11 Jahre jüngeren Ivan Bunin, der ihn aus einer Nähe erlebte wie sonst wohl kaum jemand, um nicht zu sagen niemand. Und Bunin hat seine Erinnerungen an Tschechow geschrieben, erst als er selber in der Emigration war, in den 30er Jahren. Er war dann russischer Nobelpreisträger. Und dass er es in der Emigration geschrieben hat, das hat ihn auch davor bewahrt, so diese Zugeständnisse machen zu müssen, wie in der Sowjetunion wurde damals Tschechow ganz auf fortschrittlich getrimmt. Alle Erinnerungen zeigten, in Wirklichkeit wollte der die strahlende Zukunft und so, und er konnte anderes schreiben. Die Erinnerungen sind aber nicht linear oder chronologisch geschrieben, sondern lauter einzelne Notizen, Beobachtungen, ständige Umkreisungen dieser rätselhaften Figur Tschechow. Und vor allem, er setzt sich auch mit den Erinnerungen der anderen auseinander, die in der Sowjetunion schon erschienen war. Und da korrigiert er nun ganz viel. Also wer überhaupt je sich von Tschechow mal ergreifen ließ, für den ist das Buch absolute Pflichtlektüre. Aber auch wer Tschechow noch nicht kennt, der wird mit diesem Buch, das vielleicht sogar im nächsten Literaturclub ausführlicher behandelt wird, seine große Freude haben. Dann ist es mir eine Freude, an dieser Stelle sagen zu dürfen, nicht nur ist diese Sendung zwar zu Ende, aber zu diesem Buch werden wir auf jeden Fall in der nächsten Sendung sprechen. Und zwar, wenn wir uns in Luzern befinden, nämlich klassischerweise zum Abschluss des dortigen Literaturfestivals. Es gibt Karten für diese am 11.12. stattfindende Sendung. Wir ermuntern Sie, zu Orell Füßli zu gehen oder zur Neuen Luzerner Zeitung, sich dort Karten zu sichern und einmal zu erleben, wie das live aussieht, was Sie hier freundlicherweise heute begleitet haben. Die Sendung wird ausgestrahlt im Weihnachtsprogramm des Senders, nämlich am 28.12. Für heute sage ich allen Dank, die beteiligt waren, und sage guten Abend.